Hallo und herzlich willkommen bei The Return to Freddy's Rebooted. Ist auch ein neueres FNAF-Fangame. Mhm. Natürlich wieder die erste Nacht. Mute. Wir brauchen jetzt keine Einleitung. Brauchen wir nicht. Okay, wir haben... Oh, Oxygen haben wir auf dem, in der Maske. Lass mich mal... Kann man hier... Nee, man kann hier nicht leuchten. Okay. Machen wir den ganzen Poster. Ist sozusagen... Ja, das... Die FNAF-Location, die Original. Was war das? Oh, lol. Links kann... Warte mal, links kann ich nur Okay, so ein Blitzlicht machen. Okay. Da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand. Ist ein Schacht? Ja, da ist ein Schacht. Lils. Price Corner, da müsste ja auch Puppet sein. Eigentlich. Die Animatronics sehen auch ziemlich interessant aus. Ich lieb das. Ist ein bisschen wenig los. A little bit wenig. Hä? Oh lol! Wenn du die Monitore anklickst. Okay, kleines Detail. So, was seid ihr denn alle? Zeigt euch mal. Da sind wir alle in ihrem Platz. Ich höre Musik, das ist... Vielleicht nicht gut. Ich meine, ja, hier ist der Puppets-Bereich eigentlich. Da ist Waxis-Bereich, da ist Mampf-Ecke oder Mampf-Bereich. Naja, die erste Acht ist ja meistens immer so die harmloseste. Speziell FNAF 3. Du musst halt einfach gar nichts tun, weißt. Und dir passiert in der ersten Nacht auch nichts. Nee. Mir passiert... Weißt, ich will halt immer... Nein. Was? Okay, warte mal. Ich kann links nicht zumachen. Das ist ein kleines Problem. Das ist ein klitzekleines Problem. Ich kann rechts nicht zumachen. Okay, Puppet kommt raus. Okay, ich kann hier noch offen lassen. Okay, ja, jetzt habe ich die Mechanik verstanden. Wenn wahrscheinlich links ein Tronic ist, dann muss ich ihn einfach nur anleuchten. Und dann haut er ab. Gertje. Und ich habe das Gefühl, dass Puppet als erstes jetzt aus, von der ganzen Animatronics zu mir herkommt. I think. Wo ist er? Ich weiß nicht. Marschiert er damit? Wird die Musik dann lauter? Ich weiß es nicht. Und ich bin... Das war jetzt halt nicht verständlich, was ich gesagt habe, aber... Ja, es sollte irgendwie... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Also ich vermute, dass... Ja, ich weiß nicht. Taucht Puppet links auf? Taucht Puppet rechts auf? Oh, hat er die... Die klassische Dinge riechen, weißt schon? Okay, da ist Chica. Barney ist irgendwie dann auch auf dem Weg. Oh, Jesus! Das war blöd. Weiß ich, würde gerne hier zumachen. Wenn ich weiß, sobald... Ich werde es nie lernen! Und ich kann hier nicht zumachen. Da ist Puppet. Nur mal kurz zur Sicherheit. Okay, Barney ist nämlich... Links von mir und Puppet ist rechts von mir. Ich mache einfach mal ein bisschen blapp, blapp, blapp. Energy use, ja, sehr high. Oh, das war blöd. Okay. Now I get it. Du musst praktisch... Ja. Wenn Barney in deinem Office ist, ja, schon klar. Also, folgendes. Wenn Barney im Office ist, einfach nur zack und fertig. Nein, brauche ich nicht.
Ich finde faszinierend, dass es verschiedene Tonhöhen gibt für das Hanken. Also, folgendes. Puppet, ganz einfach Tür zumachen. Bunny, Maske aufziehen. Ich habe gedacht, ich muss ihn halt irgendwie blenden, weißt. Bin ja gerne so ein Blender, aber hat anscheinend nicht so geklappt. Wenn ich mal so richtig hinschaue, die ganzen Köpfe und so. Es sieht schon ein bisschen, finde ich, gruseliger aus als das Original. Vor allem das hier. Das war jetzt sehr früh und sehr random. Ich glaube, das wird auch sehr random passieren, dass so die Animatronics auf einmal auftauchen, so. Ich weiß nicht, Halluzination? My fun day! Wir haben einen sehr spaßigen Tag hier bei Five Nights at Freddy's. Wir sind umgeben von Animatronics, die nicht nur Hallo sagen wollen, sondern auch ja, um unser Wohl kümmern oder so. Mehr oder weniger. Also, wenn Puppet ankommt, zumachen. Jetzt habe ich es verstanden. Weißt du, wir waren eh schon fast fertig mit der Nacht. Fast fertig mit der Nacht. Das ist, was mir ein bisschen nervt jetzt. Na egal, komm. 5 First Try, 3 Uhr oder... Nee, war es 4 Uhr sogar schon. Klar. Ja, okay, eigentlich brauche ich jetzt den Strom gar nicht so verspenden, weil die Androtronics kommen jetzt erst gar nicht so her. Gut, jetzt müssen wir wieder fast ungefähr an der Stelle sein. Puppet ist schon abgehauen. Nur interessant ist, ich finde Puppet... Ah, nee, lol. Der geht von hier zur Dining Area. Von da geht er 04 und dann 02 und dann zu mir. War da gerade was? Ah ja, Barney. Okay. Ah, Puppet ist nicht so schnell. Okay, Puppet bewegt sich sehr langsam. Okay, da ist Puppet. Es müsste jeden Moment an Barney 03 sein. Ja, ich bin jetzt auch versehen weggegangen von der Kamera. Ah, nö, da. Okay, jetzt stehen beide da. Ich frage mich dann, was Chica? Also, wie die dann marschiert? Geht die dann auch nach rechts? Also ganz klassisch? Geht die durch den Lüftungsschacht? So, jetzt komm, auf geht's. Zeige dich! Perfekt. So, jetzt lass mal schauen. Da ist Barney. Da ist Barney! Oh, Barney! Das war. Okay, da ist Chica. Okay, aber die gehen Richtung Klo. Also. Ja, okay, wir waren bei 4 Uhr. Und sobald Barney kommt, hover, hover. Hover, hover. Hover, 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 hover. Okay, Puppet ist weg. I know! I know! Aber lass Barney erstmal reinkommen. Dass ich die Maske aufziehen kann. Ich meine, der Strom reicht mir bis 6 Uhr. I think. I think, I think, I think. Barney! Komm doch mal her! Ich brauchte wieder extra Einladung. Hä? Was? 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 Er war nicht mal in meinem effen Office. Ist das ein Bug vom Spiel? Weil normalerweise, also das letzte Mal ist er auftaucht, ja. Hä? I don't get it. Ja, dann lasst es erstmal gut sein. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn ihr rechts klickt, dann seht ihr noch ein anderes FNAF-Fangame. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und seht ihr im nächsten Video wieder. Macht's gut.